Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit dem Goldbarren. Ich sitze im Auto, habe ein Grinsen im Gesicht, weil es ist tatsächlich passiert. Wir konnten es nicht filmen, aber es ist trotzdem passiert. Der Supra Turbo Motor bei diesem Fahrzeug ist eingetragen. Voll legal, so wie es sich gehört. In dieser Karosse gab es tatsächlich einen Ingenieur, der Lust zu hatte, sich damit zu beschäftigen. Hat Gewichte genommen, hat ein paar Messungen gemacht und hat wirklich Street Legal diesen Motor hier eingetragen. Es gibt also doch noch coole TÜV-Prüfer, die nicht einfach nur eine HU machen wollen, sondern sich ein bisschen damit beschäftigen wollen, was sie ursprünglich mal gelernt oder studiert haben. Ja, ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass wir das Ganze filmen. Verstehe ich aber vollkommen, wenn man das auch nicht will. Somit konnten wir das leider nicht filmen, aber an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das Engagement, dieses Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen. Ja, so, somit, was machen wir heute? Eine Sache steht noch aus, und zwar, was hat die Butze jetzt hier eigentlich an Leistung? Deswegen fahren wir jetzt zu Benny und gucken mal, was das Ding an Leistung hat. Vorher machen wir allerdings noch einen kleinen Service. Kleinen Service heißt auf jeden Fall mal einen Ölwechsel, Kerzen wechseln und Kompression checken. Habe ich bei diesem Auto nämlich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Wir haben wirklich den Motor, so wie er aus Japan kam, hier einfach reingesteckt. Und da steht auf jeden Fall noch ein kleiner Service aus. Außerdem wollen wir auf Prüfstand mal gucken, ob die VMAX raus ist. Wir hatten ja so einen Speed Limit Defender eingebaut in einem der letzten Videos. Das Teil musste für die TÜV-Eintragung natürlich wieder rausfliegen und wir brauchten ein ganz normales offenes Steuergerät, so wie es ab Werk ausgeliefert wurde. Das heißt, hier ist jetzt nicht ein abgeriegeltes Steuergerät drin, sondern das passende EU-Steuergerät von einem EU-Motor. Und jetzt gucken wir mal, wie er im Saft steht und was so auf den Prüfstand geht. Fahren tut es wirklich geil. Also, jetzt so nach und nach merkt man natürlich, dass die Charakteristik mit dem Automatikgetriebe natürlich schon, ja, wie soll ich sagen, naja ist. Also es ist wirklich ein geiler Cruiser, das macht er wirklich perfekt. Man legt einfach nur den Fuß drauf und dieser 2JZ fährt einfach mit seinem Turbo-Drehmoment so vor sich hin. Aber was ich am fahrdynamisch am schlimmsten finde, ist in dem Moment, wenn ich vom Gas gehe, macht gefühlt der Wandler sofort auf und das Getriebe schaltet einen Gang hoch. Also man kriegt es gar nicht so hin, das Auto auf Zug zu halten mit Motorbremse, weil der halt definitiv nur in eine Richtung funktioniert und nicht in beide Richtungen. Ich bin gespannt, was leistungsmäßig bei Benny so rauskommt. 330 PS hat die EU Supra ja mit dem Motor, also so wie quasi von Watson, die das Auto serienmäßig ist. Und ich bin mal gespannt, erstens, ob wirklich VMAX raus ist und leistungsmäßig, was da so kommt. Wir haben natürlich 102 getankt, fürs Gewissen. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt hierbei ganz egal, was für einen Sprit man da reintankt, weil hier wird jetzt ja nicht irgendwie serienmäßig ein Mapping drauf sein, was irgendwie viel Zündung verlangt, weil in Japan oder als auch in der EU, ich denke mal, da wird 95 Oktan eigentlich die Basis sein. Aber Schaden kann es ja nicht. Wie geht es dann weiter mit dem Auto? Ja, als nächstes müssen wir hier natürlich Thema Sound. Muss da auf jeden Fall bei. Wir hatten ja bei Nico von E-Exhaust so eine 3,5er Anlage mit Klappe und so. Ich glaube, mit Klappe geht bei diesem Fahrzeug legal nicht. Baujahrbedingt. Aber weiß nicht, irgendwie einen, jetzt wo der Motor eingetragen ist, einen Auspuffhersteller zu finden, der hier ein bisschen legalen Sound reinbringt. Ich will die Butze auch wirklich gar nicht so laut haben. Also ich will einfach nur schön Sechszylinder-Sound. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Es war auf jeden Fall der richtige Weg, erst Fahrwerk und Bremse zu machen und dann hier den Turbomotor einzubauen, weil so hat man wirklich gleich ein Auto, mit dem man losfahren kann und einfach Spaß hat. Aber ich muss echt sagen, der geht gar nicht so schlecht. Witzig ist halt Viergang, heißt halt wirklich gefühlt erste Gang 80, zweite Gang 150, dritte Gang 200, vierte Gang 300. Das ist so gefühlt Viergang Automatik hier. Oh, aber guck mal, ich finde, jetzt zieht echt sauber durch hier. Ja, ist halt doch viel zu leise, ne? Hier müsst ihr jetzt so ein bisschen. Wir haben ja mehr Motorsound als Auspuffsound in dem Fall auf jeden Fall. Aber das fand der Typ übrigens gut. Er sagt selten, dass einer mal wirklich mit einem leisen Auspuff kommt. Und dementsprechend schon Bremse und alles
passend vorbereitet hat. Ne? Achslasten war auch so ein Thema, weil natürlich der 2JZ GTE auf der Vorderachse ein Tucken schwerer ist. Da mussten wir nochmal nachrechnen mit den Federn, die in dem HNR-Gewinde verbaut sind. Aber passt alles, hat er Bock gehabt und eingetragen. Was denkst du so leistungsmäßig, was hat er? Ja, ich glaube schon, dass er die Leistung hat. Also 330. Wäre an sich nicht schlecht, ne? Ja. Bin ja eben auch schon eine Runde gefahren, das geht schon ganz gut. Naja, also ich finde auch, pass auf, hier Kickdown machen. Vorhin hörst du gerade so nach dem Schalten, wie er dann wieder anwuppt. Finde ich schon stark. Ja. Klar, dieses Automatikgetriebe, man hat halt einfach nur 4 Gänge bis 300. Das verspielt jegliche Leistung. Also wenn man sich überlegen würde, dass man da sonst halt 2 Gänge mehr schalten würde, würde man gleich denken, Alter, die Kiste rennt wie Sau. Aber dieses einfach nur so in einem Gang fahren ist halt cooler, ist geil, ist so ein bisschen Ami V8 mäßig. Aber die Sportlichkeit fehlt da komplett. Aber ich glaube nicht, dass es langsam ist. Also wir werden auf jeden Fall irgendwann nochmal eine 100-200 hier messen. Ich denke so, das Auto fährt aktuell so im Bereich 12, 13, 14 Sekunden. Das ist so ein Wert, würde ich mal tippen. Ich glaube auch, dass da ein Schalter nicht viel schneller wäre, weil was das Getriebe aktuell immerhin gut kann, es fährt einfach dauerhaft in dem Moment, wo das meiste Drehmoment ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier Gas gebe, fährt er ja relativ lange, so bei 5, 5,5. Hier, da schleift er sich so richtig bei 5000 ein. Und ich bin mal gespannt, was die Leistungsmessung gleich gibt. Der wird garantiert höchste Drehmoment so bei 5000 haben. Aber was einfach geil ist, wie konstant und wie schön und zuverlässig dieses Auto so fährt. Ne? Kein Ölverbrauch, keine Aussetzer, der läuft immer rund. Ich bin wirklich gespannt, was kompressionstechnisch hier auch geht bei so einem Japaner. Weil so ein paar Kilometer hat der Bock ja mittlerweile auch auf der Uhr. Ne? Ja, ab zu Benny, ab auf die Bühne. Erstmal ein bisschen Liebe und dann geht's auf den Frühstück. So, bevor wir loslegen, ich habe es ja schon gesagt, ein bisschen Pflege und Liebe für unseren Motor. Da kommt unser Partner Caramba ins Spiel. Caramba, ich werde es nie vergessen, zu Zeiten, wo ich mit meinem Opa noch am Fahrrad geschraubt habe, gab es schon das Caramba-Öl. Nico grinst. Kennst du Caramba? Nein. Echt gar nicht? Nein, wirklich noch nie gehört. Es war auch die letzten Jahre ein bisschen ruhiger, aber Caramba ist wirklich, ich glaube, gibt es gefühlt über 100 Jahre und ist auch wirklich führender in Sachen Spezialchemie. Spezialchemie, das typische Caramba-Öl, war früher immer Rostlöser. So, okay. Doch, man hat immer gesagt, hol mal Caramba. Das war so viel wie Rostlöser. Nee, früher war Caramba wirklich das Multifunktionsöl, was schmieren konnte, entrosten konnte und so weiter. Ne? Jetzt gibt es dort den Magic Wonder Sofortglanz. Ich glaube, Motorradfahrer nutzen das viel, weil das ist wirklich alles in einem. Das heißt, das reinigt Oberflächen, egal ob Kunststoff, Lack oder Chrom, zeitgleich. Ist hier aber ein spezieller Wachs drin, welches die Oberfläche auch wieder versiegelt. So, bevor ich jetzt was falsch mache, weil ich habe gesagt, wir testen das einmal. Grobe Verschmutzung mit klarem Wasser abspülen, haben wir nicht. Ohne Vorwäsche. Lackflächen werden schon poliert und erhalten ihren ursprünglichen Glanz. Wachs versiegelt den Lack für mehrere Wochen, auch zur Pflege von glatten Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich gereinigt. Okay. Bin ich ja gerade echt schockiert, dass du kein Caramba-Öl kennst. Mit einem Tuch verteilen. Okay, man merkt aber beim Rüberwischen schon. Es ist nicht so, dass ich es direkt wegwische, sondern ich kann es tatsächlich hier drauf auftragen. So, jetzt ist es eigentlich so, normalerweise ein zweites Tuch nehmen, weil hier ist jetzt natürlich gerade der Wachs drin. In unserem Fall kann ich das Tuch natürlich einmal überklappen. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt. Und das kann man jetzt halt wirklich, das macht halt süchtig sowas, weil ich kenne das, wenn man einmal mit einer Kunststoffpflege anfängt, dann geht man am Ende überall rüber. So, ein bisschen Lack hier noch. Man müsste das ehrlich gesagt viel, viel häufiger machen, weil man darf nicht vergessen, Spezialchemie, wie der Name schon sagt, da sind auch schützende Inhalte drin, die das Kunststoff einfach gegen UV, gegen Wärme und alles ein bisschen schützen. Ne? Aber warte mal, an einer Stelle will ich euch das nochmal zeigen. Wir brauchen mal so eine Hardcore-Stelle. Wir nehmen einfach mal hier diesen Längsträger. Da können wir das mal gut testen. So, weil ich finde, man sieht schon beim Aufsprühen, sieht man das, wie das wie so ein Wachs richtig ist? Ja. Mhm. Ne? So, Lappen einmal drehen. Und jetzt kann man das richtig aufprobieren. Also, ich
denke, bei dem einen oder anderen habe ich mit dem Namen Caramba alte Erinnerungen geweckt. Magic Wonder Sofortglanz. Kann ich nur empfehlen. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt den Barren seht, wisst ihr. Mal gucken, wie lange die Flächen so bleiben. Jetzt geht's als nächstes weiter mit Kerzen raus, Kompression checken. Haben wir bei dem Motor noch nie gemacht. Ich hoffe, es gibt keine böse Erwachung und das Ding ist irgendwie platt, aber eigentlich läuft er so schön, dass ich eigentlich keine. Eigentlich guter Dinge bin. Aber als erstes bauen wir mal schnell die Abdeckung ab. Mein Traum ist es immer noch mal, wenn wir diesen Motor irgendwann noch mal bauen, also upgraden, dann werde ich auf jeden Fall die Ventildeckel schwarz machen. Weil ich glaube, die Kombination aus schwarz glänzenden oder matten Ventildeckel und dieser in Wagenfarbe lackierten Abdeckung ist noch mal geil. Erste Mal in meinem Leben an einer Supra Kerzen tauschen. An einem Supra Motor auf jeden Fall. Supra Motor, sorry. Und es sieht tatsächlich auch gar nicht so einfach aus. Der hat so Doppelzündspulen. Warte mal, er hat eine Zündspule, zwei Zündspulen, drei Zündspulen. Jetzt erzählen wir nicht, dass eine Kerze hier hinten hinter hat. Lass mal Kerzen zählen, ja, so ob ein Sechszylinder ist, Alter. Ah, ich glaube mal kurz Kerzen tauschen ist hier auch gar nicht. Weil die zweite Kerze ist, wenn ich das richtig sehe, unter der Zündspule. Das heißt, wir müssen hier definitiv die. Ja, es muss ja hier, guck mal, hier ist Kerze. Also Kerze, Kerze. Aber dazwischen ist ja definitiv auch eine, die kann nur direkt unter der Spule sein. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen mehr zerlegen. Aber guck mal, wie schön diese Stecker bei Toyota abgehen. Ne? Mhm. Das ist ja witzig. Guck mal, die vorderste Kerze geht hier hinten mit an die Spule dran. Ich würde mal behaupten, dass ehrlich gesagt die eine Spule auf der Kerze drauf steckt. Junge, ist das heiß. Ja. Interessantes Setup, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also der hat drei Zündspulen, jede Zündspule ist eine Doppelzündspule. Nennt sich Wasted Spark, das heißt, es werden immer zwei Zylinder gleichzeitig gezündet. Der eine Zylinder läuft in dem Moment leer. Also er zündet in einem Takt, wo es egal ist. Deswegen sitzt die Spule auch auf einer Kerze genau drauf und die andere wird über ein Zündkabel angesteuert. Oh, die waren auf jeden Fall länger nicht raus hier. Also ich verstehe, dass die Leute hier auf jeden Fall umbauen. Auf Einzelspulen. So, ein Glück haben wir unsere Flächen hier gerade versiegelt. Können wir gleich als Werkzeugablage nutzen. Alter Trick beim Kerzentausch, und damit man es nie wieder vergisst, einfach schnell mit dem Schraubenzieher sechs Löcher in der Pappe und schon kann man sich die Kerzen beiseite legen. Ich bin mal gespannt, ob da noch original Toyota Kerzen drin sind, was bedeuten würde, dass die im Zweifelsfall noch nie getauscht wurden. Denso, PK. Passend. Könnte ein Zufall sein. Sehen aber schön scheiße aus. Also ist eine mit Doppelelektrode. Mit Doppelelektrode, wo allerdings ehrlich gesagt wir unsere Allzweckwaffe reinmachen. Und zwar einfach nur die klassische NGK BKR 9EIX oder 8EIX. Je nachdem, welcher. Wie stark der Motor belastet ist. Das ist jetzt eine 8er. In Limo und VR6 fahre ich überall eine 9er. Eine 9er ist kälter. Das heißt, für eine heißere Verbrennung braucht man eine kältere Kerze. Das hier ist Serienmotor. Das heißt, da geht auf jeden Fall die 8er. Der Vorteil in so einer Kerze ist, die kostet 10, 15 Euro. Das heißt, das macht auch Spaß, die mal öfter zu wechseln. Und ich habe wirklich mit allen anderen Kerzen schlechte Erfahrungen in Sachen Aussetzer und so. Ne? Aber hier sieht man auf jeden Fall schon die, guck mal, hier ist schon Rost an der Keramik. Mhm. Die ist komplett. Also das Bild sieht gut aus, ehrlich gesagt, aber die war da schon Ewigkeiten drin. Das heißt, da machen wir jetzt einfach mal sechs neue rein, sicher ist sicher. Also wir müssen auf jeden Fall Ventildeckeldichtung machen, weil die Kerzenschächte, die stehen alle voll mit Öl, wie ihr hier seht. Es ist halt einfach so, hier ist eine Dichtung drunter und das Öl
geht natürlich so in die Schächte rein. Die wird wahrscheinlich auch noch nie gemacht worden sein. Aber das ist auf jeden Fall das Nächste, was wir hier machen müssen. Bevor ich neue Kerzen reindrehe, wir wollten ja einmal Kompressionscheck machen. So. Zack. Ja, jetzt gucken wir mal. Neun. Neune? Ja. Das ist ja halt krass. Da sind die Supramotoren echt tatsächlich auf Leistung ausgelegt. Also neune wäre bei einem, wo ich jetzt gerade den Schlüssel schon wieder gelegt habe. Das ist halt die Kamera. Neune wäre bei einem europäischen Hersteller schon wirklich, ich sag jetzt mal vorsichtig, Untergrenze. Die haben schon alle eher in Richtung 10, 11, weil Kompression ist halt einfach Effizienz vom Motor. Aber ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum so ein Supramotor einfach so lange und so ruhig halt läuft. Weil die halt wirklich einen Turbomotor gebaut haben. Turbomotor bauen heißt Verdichtung runter. 9 zu 1 mit Serienwellen. Ich weiß gar nicht, was so ein Motor hat, aber ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, der muss irgendwas 8,5 zu 1 oder so haben. 8,5. Wichtig bei der Kompression ist eigentlich nur, dass alle einigermaßen gleichmäßig laufen. Ob das jetzt am Ende 8,5, 9 oder 10 oder 11 sind, gibt natürlich schon Aufschluss darüber, wie der Motor gebaut ist. Also Nockenwellen, Verdichtung etc. Aber es geht eigentlich mehr darum, ob einer verschlissen ist. Wieder 9. Ja, 9. Siebeneinhalb. Oh ja, der ist ein bisschen, meiner ist ein bisschen schlechter. 7,5 ist auch wirklich für einen VW Audi Motor oder auch für einen BMW Motor, wäre 7,5 schon, ich will nicht sagen Verschleißgrenze, aber ja, es ist halt einfach nicht viel, um es mal so rum zu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das heißt, wenn man so einen Motor hier tuningmäßig zurecht macht, man gar nicht mit der Verdichtung noch weiter runter geht, sondern die so lässt, wie sie ist, dass das vollkommen ausreicht. Wieder 9. Oh, hat aber am meisten Kompression. Hat am meisten Juice? Ja, knapp über 9, ja, hat schon am meisten. Ja, okay, also Motor ist heile. Minimal Verschleiß auf einen Zylinder, das kann aber alles sein. Das kann auch jetzt einfach nur hier so ein bisschen Öl unter dem Dichtring sein und so weiter. 7,5 bis 9 zeigt mir auf jeden Fall, dass der schon wenig Verdichtung hat, dementsprechend auch wenig Kompression, was fürs Tuning später auf jeden Fall schon mal gut ist. Neue Kerzen rein, die drücken wir nicht, die lassen wir so wie sie sind, das reicht vollkommen. Und Öl noch ablassen und neues Öl auf. Wir wussten ganz genau, dass der Kess beim Ölwechsel wieder rumsaut. Bremsenreiniger, die Allzweckwaffe. Ich weiß nicht, wie viele Dosen Bremsenreiniger ich in meinem Leben schon durchgezündet habe. Wirklich. Wie man das halt auf so einem japanischen, soll jetzt nicht negativ klingen, man kennt das auch aus deutschen Autos genauso viel, aber die waren da definitiv schon ein bisschen länger drin. Ne? Ja, so sieht so aus, ja. ja, die mussten auf jeden Fall mal neu. Haben wir die Allzweckwaffe BKR 8EX reingesteckt. Beste Kerze. Wir versuchen, den in einen Gang zu halten, da der vierte bis, ist ein Viergang-Automatik, bis über 300 geht. Oh, so lange ist das gesehen. Der hat ja nur vier halt, ne? Ja, ja, ja. Würde ich jetzt einen dritten aber nehmen. Ja, dann würde ich einfach einen dritten nehmen und dann gucken wir einfach mal, was der Bock so hat. Soll 330 haben, soll auch nicht in die, letzten Mal, als wir hier waren, haben wir ja gar nicht drauf geachtet, nicht, dass er in die Geschwindigkeitsbegrenzung fährt. V-Max. Ja. In V-Max fährt. Das würde ich mal aber gleich machen. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Messung und los geht's. Gut, okay. Blockieren in irgendeinem Modus?
Wo warst du gerade? Welchen? Ja, ich hab alles ausprobiert, aber ich bin nicht immer runter. Weil gefühlt kann ich erst bei 5000 ins Gas. So, er schaltet immer runter. Also wirklich sofort. Gefühlt bei Viertelgas geht schon eine Welle runter. Aber bist du in den unteren Gängen hier schon gefahren? Ja. Ja, ja, bin ich schon. Test doch mal selber, oder? Weil eben gerade, wir hatten es ja schon mal. Also ich würde hier auf eine 3 gehen, ne? Ja, hab ich auch. Sonst kannst du mal so testen. Das war gerade ein wenig ernüchternd. 262 PS. Hier hinten sind es halt 300, aber das ist dann das Auskuppeln mit dem Automatikgetriebe. Mhm. 340 Newtonmeter. So, wir machen jetzt... 380. Ja. Stimmt, 380. Ja. Wir machen jetzt Folgendes, beziehungsweise falsch. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben mal eine Ladedruckanzeige hier rangehangen. Ihr könnt euch sicher sein, für mich, der gerne alles misst und hier gar nichts misst, ist das wirklich die Hölle, dass wir keine Anzeige und nichts haben. Also es wird mal Zeit für ein Display. Mhm. Und haben festgestellt, er macht tatsächlich nur 0,5 Bar, also wirklich gar nichts. Das heißt, wir haben jetzt erstmal, um zu testen, was so geht, Ladedruckanzeige verkabelt und haben hier unsere Ladedruckregelung von dem N75 ausgehangen, sowohl an Lader Nummer 1 als auch Lader Nummer 2 hier hinten. Das System ist ein bisschen komplexer, wenn ich euch das jetzt hier erkläre. Ich habe es selber noch nicht ganz verstanden, wobei mittlerweile haben wir es verstanden. Ja, jetzt ja. Aber haben auch was kurz gebraucht. Das heißt, die Lader machen jetzt alles, was geht. Mit unserer Serien-Downpipe wird das schon nicht so viel sein, weil die Downpipe stopft einfach. Das heißt, die kann man ja schon sagen, drosselt auch den Lader. Die drosselt, ja. Und das heißt, wir wollen einfach mal gucken, was so geht. Weil wenn jetzt mehr kommt, wissen wir, dass diese Ventile kaputt sind. Ja. Was gut sein kann, dass die einfach gar nicht mehr regeln. Das heißt, die regeln den Druck, mit welchem die Dose beaufschlagt wird. Und da haben wir festgestellt, dass da nichts mehr regelt. Mhm. Die aber hingegen VW-Audi-Ventilen stromlos geschlossen sind. Ja. Das heißt, wir mussten den Schlauch abziehen, um so einmal zu gucken, was die Lader können. Genau. Das machen wir jetzt, ne? Explodieren werden sie nicht. Aber wenn nicht, haben wir wenigstens Grund für Upgrade. Also ich habe jetzt hier so gesehen 1,3 und dann so ein bisschen abfallend hochgehend und so weiter. Ne? Also können wir uns ja gleich noch mit... Achso, das lockt der mit, okay. Ja, das lockt der mit, das können wir uns gleich mal angucken. Jawohl! Jawohl! 3,65, Alter, da sind wir doch im Game schon drin hier. So, und jetzt können wir hier auf Dreifachgrafik gehen und jetzt können wir sehen, ja, das sind so, warte mal, 1,2, da geht er nochmal hoch. Ja, 1,2 Bar sind das. Gut, das kann hier schon irgendwas anderes begrenzen, ne? Ja, klar. Ne? Aber Leistung ist jetzt da. Aber nee, das ist jetzt aber eigentlich eine Kurve, die vollkommen normal ist, weil gerade wenn man immer Lader All-In fährt, hat man immer diesen Drehmoment-Peak. Ja, das genau. Ist auch meistens maximale Leistung und danach... Dann fällt es runter. Wird es so runter, ne? Genau. Ja, 2 Schläuche abziehen, 100 PS mehr. Ja, ne? Ja. Das ist Tuning, wie man sich vorstellt. Natürlich nicht nachmachen, das war jetzt hier der Versuch, um zu gucken, was geht. Und wir wissen jetzt auch, dass theoretisch die Lader, so wie sie drauf sind, auf jeden Fall in der Lage sind, 365 PS zu machen. Das auf jeden Fall. So, da muss man jetzt natürlich Peripherie checken, Lambda-Wert, Abgastemperatur, Sprit und so weiter, ne? Genau. Dass da nicht der Benzindruck einsinkt und so weiter. Das war jetzt wirklich erstmal nur einen Test, so um zu gucken, was halt geht. Ja. Wir wissen, wir brauchen 2 neue Ladedruckregelventile. Lado-Regelventile, da muss ich Kollege Wotzing mal anrufen, vielleicht hat er noch 2. Die können wir dann wieder reinstecken und weitermachen. Genau. Geil. Okay. Ah, und wir wissen, dass die ganze Regelung funktioniert. Ja. So, ne, weil sie war vorher Dauer offen, jetzt ist sie Dauer zu. Das heißt, dazwischen findet tatsächlich im Idealfall eine Regelung statt. Ne? Auf jeden Fall. War mir wieder eine Ehre. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.